So, jetzt habe ich mir überlegt, dass es vielleicht auf den Fotos nicht so ganz ersichtlich ist, was ich mit den zwei verschiedenen Garnqualitäten der gleichen Färbung meine. Das sind sie, die obere, das ist eine Sockenwollbase Merino Bamboo. Und die untere, das ist auch eine Sockyarn Base mit Silberstellina Glitzer. Ich würde mal raten, dass es eine Base von Chesterwool ist. Die sind auch schon relativ alt, die Knäule. Relativ alt. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber ein paar Jährchen haben die auf dem Buckel. Auf jeden Fall schon eins, zwei, drei, mindestens vier, wenn nicht sogar sechs. Ich weiß es wirklich gar nicht so ganz genau. Und ich habe die immer aufgehoben und aufgehoben und aufgehoben. Und seit meiner Corona-Erkrankung bin ich ja so ein richtiger Rocker und denke immer, boah, wer weiß, wann der nächste Bus kommt und du bist platt. Also hau raus und verstrick, was geht. Und deshalb verstricke ich jetzt diese köstlichen Einzelstränge, die ich gestasht und gehortet habe. Und auch jetzt halt sehr gerne tatsächlich in einem Pulloverprojekt, nämlich dem Boxy Chevron. So, ich gehe jetzt mal mit der Pfote aus dem Bild. Und ich kann ihn jetzt gerade nicht ausbreiten, weil ich den unglücklich mitten in der Strickreihe auf den Nadeln habe. Deshalb zeige ich das nochmal so. In dem Buntbereich, ich habe die beiden bunten Garne immer im Wechsel verstrickt. Und ich finde, das kommt gut, ne? Man fällt gar nicht auf irgendwie. Man hat jetzt so gar nicht, wie das nachher im Körper kommt. Hier ist der Körper. Wie gesagt, ich kann ihn nicht ausbreiten, aber ich habe vor, da auch noch bunt reinzumachen. Ich werde da der Anleitung so ein bisschen, glaube ich, fremd gehen. Aber hier finde ich, ist das schon ganz gut geworden, ne? Ja, wollte ich nur noch mal zeigen. Habt einen feinen Vizesonntag, habt ein gutes Wochenende und bis bald, ihr Puschis. Ciao, ciao.